uns erwartet heute ein echter Kracher. Ist ja auch kein Wunder, wenn die beiden aufeinandertreffen. Wir sind natürlich live dabei hier in Barcelona. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Wolfuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und wir zeigen Ihnen am heutigen Tag das Rückspiel aus dem Viertelfinale. PAOK Saloniki gegen FC Barcelona. Im Hinspiel konnte Barcelona am Ende hauchdünn gewinnen. Es war ein gutes Spiel, sie haben viel richtig gemacht. Und ich glaube, dass der Trainer auch weiß, wo er noch nachbessern muss. Lass uns mal genauer auf die Teams schauen, Buschi. Denkst du, die zwei können heute Einfluss auf die Partie nehmen? Wolf, beide haben innerhalb ihrer Mannschaft ein ganz besonderes Standing. Die sind extrem wichtig. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barça. Marc-André Ter Stegen im Tor. Gerard Piqué spielt neben Longley in der Abwehr. Ivan Rakitic steht zusammen mit Sergio Busquets im Zentrum. Und der einzige Mann im Sturm heißt heute Luis Suarez. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Das könnte die Chance werden. Klasse Technik. Und Griezmann. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Jetzt kann er die Flanke bringen. Kein Problem hier. Verteidiger hat aufgepasst. Auf Außen ist Platz. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Gute Aktion. Erstmal geklärt. Unnötiger Ballverlust. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Griezmann jetzt. Ja, könnte was werden. Antoine Griezmann. Harmloser Abschluss. Einfach für den Torhüter. Jordi Alba jetzt. Frenkie de Jong. Nun Suarez. Da passt er auf. Lionel Messi. Rakitic. Rakitic mit der Chance. Das bleibt gefährlich. Vielleicht die Konterchance. Nee, da waren sie nicht schnell genug. Konter ist erstmal zu Ende. Alle wieder hinten. Klasse Zuspiel. Gefährlich. Lange Flanke. Oh, kein Tor. Das war aber ein richtig guter Konter. Da hat fast alles gestimmt. El Kadouri. Akpom. Jetzt sind sie am Ball. Busquets jetzt. Frenkie de Jong. Und Griezmann. Luis Suarez jetzt. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Und da kommt er an den Ball. Frei, da kann was draus werden. Der muss doch drin sein. Oh,
gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Ecke kommt in die Mitte. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Messi jetzt. Ballverlust. Luis Suarez. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. So, Ecke kommt. Da kam er genau richtig. Super gemacht vom Verteidiger. Rakitic. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Der Ballverlust. Was geht jetzt über Messi? Super gemacht. Jetzt hat er den Ball. Und Barca hier mit dem Ball gewinnen. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. El Kadouri ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Frenkie de Jong. De Jong. Schönes Zuspiel hier. Oh, das sah vielversprechend aus. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Suarez jetzt. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Piqué jetzt am Ball. Und jetzt Busquets. Frenkie de Jong. 45 Minuten haben sie noch, um das hier umzubiegen, Buschi. Ja, momentan liegen sie in der Addition der beiden Spiele hinten. Da muss jetzt mehr kommen, wenn sie das Halbfinale noch packen wollen. Barca hat Anstoß, liebe Zuschauer, wir gehen rein in diesen zweiten Durchgang. Frenkie de Jong. Griezmann jetzt. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Frenkie de Jong. Ah, das sieht gut aus. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Jetzt ist er durch. Jetzt der Schuss. Da hat ja kaum was gestimmt. Ball geht weit vorbei. Abhaken. Und Busquets. Rakitic. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Da können sie jetzt flanken. Ja, gut gemacht. Flanke. Chance lebt noch. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball.
Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt Suarez. Klasse Pass. Das sieht gut aus. Der muss da drin sein. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Rakitic. Messi. Ivan Rakitic. Messi jetzt. Und direkt zurückgespielt. Und das ist der Ballverlust. Er ist frei, da kann was draus werden. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Wir schauen an die Seitenlinie. Jetzt gibt es hier einen Wechsel. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Vidal. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Antoine Griezmann. Ball kommt. Ball kommt nicht durch. Abwehr ist da. In den freien Raum. Der Stegen hält. Ball ist noch im Spiel. Barcelona verliert den Ball. Tolles Zuspiel. Was macht er draus? Jetzt kommt der Schuss. Den Ball hält er gut. Ecke kommt rein. Gute Kopfballchance. Aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt halt nichts bei rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt. Da war kaum mehr rauszuholen. Dembélé. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das Ding mit der Parade, immer noch gefährlich. Und jetzt ist der Ball geklärt. Stoch. Klasse Pass. Akpom. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Und Vidal. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Dembélé. Ballverlust Barcelona. Schönes Zuspiel. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Da klärt Piqué. Super dieses Zuspiel. Jetzt vielleicht. Der Pass. Nichts zu halten hier. Da haben sie endlich das Tor, aber das reicht natürlich noch nicht. Wenn sie es in die Verlängerung schaffen wollen, müssen sie eins nachlegen. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt gibt es den Endspurt, 3 Minuten Nachspielzeit. Jordi Alba jetzt am Ball. Suarez. Luis Suarez jetzt. Barca jubelt, Barca steht in der nächsten Runde. Der Unparteiische pfeift ab. Heute ist es also eine Niederlage geworden, trotzdem der Einzug in die nächste Runde. Aber das zeigt doch schon, dass noch viel Arbeit nötig ist, wenn man in diesem Jahr weit kommen möchte.